Schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie willkommen heißen bei unserer heutigen Pressekonferenz mit der Frau Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, der Obfrau des Fachverbands Hotellerie Susanne Kraus-Winkler und dem Obmann des Fachverbands Gastronomie Mario Bulker. Frau Bundesministerin, bitte. Geschätzte Damen und Herren, Sie sehen und wissen, das Coronavirus hat speziell den Tourismus, die Freizeitwirtschaft, die Gastronomie nach wie vor sehr fest im Griff. Das waren ja vor allem auch die Branchen, die seit Ausbruch des Coronavirus Hauptbetroffene waren. Vor allem eben auch die Einschränkung der Reisefreiheit stellt uns vor sehr große Herausforderungen. Wir haben als Bundesregierung gemeinsam auch mit den Interessensvertretern versucht, in den letzten Monaten wirklich maßgeschneiderte Hilfsmaßnahmen auch ins Leben zu rufen. Das geht eben von den Soforthilfemaßnahmen, Überbrückungskrediten bis hin zu Entlastungen, wie beispielsweise im Bereich der Mehrwertsteuer und eben auch speziellen Konjunkturmaßnahmen, wie jetzt auch die Covid-Investitionsprämie, wo wir natürlich auch versuchen, speziell in jenen Regionen, die heuer durchaus auch durch den Ferientourismus gesegnet waren, wieder Anreize zu schaffen, dass diese Betriebe auch investieren. Das wird vor allem eben auch in Richtung Herbst-Winter sehr wichtig sein, weil speziell der Tourismus ist nicht nur Wirtschaftspolitik, sondern ist vor allem auch für die gesamte Struktur sehr, sehr wichtig. Tourismusbetriebe investieren, bauen wieder aus und schaffen damit natürlich auch Wertschöpfung im gesamten Land. Das ist auch der Grund, warum wir speziell diese Branche sehr intensiv beobachten. Es sind hunderttausende Arbeitsplätze, die der Tourismus, die Gastronomie in Österreich sichern. Und wir haben bereits vor Monaten daran gearbeitet, speziell auch für den Tourismus ein Corona-Testprogramm ins Leben zu rufen, wo seit 1. Juli eben für Beherbergungsbetriebe das Angebot gestellt wird, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich regelmäßig auf Corona testen lassen können. Seit Juli haben rund 115.000 Tests stattgefunden. Wir haben jetzt rund 2.800 Betriebe, die an diesen freiwilligen Tests mitmachen. Die Rückmeldung der Betriebe ist sehr positiv. Der Vorteil ist ja nicht nur für den Betrieb selbst, für die Gäste, wo wir auch maximale Sicherheit leisten wollen und herstellen wollen, natürlich auch im persönlichen und privaten Umfeld der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sehen und wissen, dass vor allem viele der Infektionen zurzeit im persönlichen, im privaten Umfeld passieren. Und wir wollen eben eine Möglichkeit schaffen, dass neben der bewährten Gastlichkeit in Österreich vor allem auch das Thema Sicherheit im Tourismus ganz oben steht. Wir werden die Testprogramme für die Tourismusbetriebe, für die Hotelleriebetriebe ab 1. September ausweiten. Das heißt, auch Gastronomiebetriebe in Österreich können ihre Mitarbeiter zu diesen freiwilligen Corona-Tests schicken. Speziell der Herbst, Winter, wenn man sich wieder stärker auch in den Räumen aufhalten wird. Jetzt im Sommer waren wir ja durchaus gesegnet, dass wir viel Zeit auch im Freien verbringen konnten. Der Herbst-Winter wird uns wieder vor eine Herausforderung stellen. Da wollen wir gewappnet sein, wollen wir vor allem eben auch die Gastronomie gezielt unterstützen. Das heißt, wir werden die Corona-Tests auch auf Gastronomiebetriebe ausweiten. Gleichzeitig haben wir es auch zustande gebracht, jetzt Campingplätze und Jugendherbergen in das Testprogramm mit aufzunehmen. Auch ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung. Das heißt, ab 1. September können sich die Betriebe in bewährter Art und Weise, wie eben auch die Beherbergungsbetriebe, ihre Mitarbeiter bzw. der Betrieb übernimmt es in manchen Fällen für die Mitarbeiter auf österreich.gv.at registrieren. Dann bekommt der jeweilige Mitarbeiter einen QR-Code zugesandt. Mit diesem kann man in einer Liste auswählen von rund zurzeit 19 Laboren, mit denen einen Termin vereinbaren, die Abstrichabnahme durchführen und dann gibt es eben auch das Testergebnis. Gleichzeitig, und da darf ich mich vor allem eben auch bei der Wirtschaftskammer Österreich sehr herzlich bedanken, gibt es die Möglichkeit, dann eben auch bei der Wirtschaftskammer ein Zertifikat zu beantragen, wo man quasi auch sichtbar machen kann, dass man einer der Testbetriebe ist und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Testprogramm eben auch teilnehmen.
Wir haben natürlich auch weitere Ausweitungsschritte für diese Betriebe und beziehungsweise für die gesamte Branche in Planung. Das betrifft Fremdenführer, Reiseleiter, Skilehrer, vor allem eben auch Richtung Winter ist das sehr sinnvoll. Da wird es vor allem auch von unserer Seite einiges an technischen Anpassungen brauchen. Das ist leider kein einfaches System. Bei gewerblichen Betrieben ist es für uns recht leicht. Da haben wir eine Schnittstelle eben auch zur Wirtschaftskammer, wo wir auch sehen und nachvollziehen können, dass das wirklich ein Anspruchberechtigter ist. Bei allen anderen ist das so nicht der Fall. Da sind wir aber dabei. Wir planen durchaus noch weitere Ausweitungsschritte, die noch etwas Zeit brauchen. Wie eingangs erwähnt, ist es unser ganz großes Ziel als Bundesregierung, den Urlaubsland Österreich, den Betrieben in Österreich bestmöglich unter die Arme zu greifen, vor allem eben auch den Tourismus, wenn es jetzt in Richtung Herbst, Winter geht, die Gastronomiebetriebe, wenn es in diese Richtung geht, bestmöglich zu unterstützen. Wir hoffen, dass vor allem auch hier sehr viele Betriebe dieses Angebot wahrnehmen, dieses Angebot auch annehmen, damit wir die bewährte österreichische Gastlichkeit eben auch um das Thema Sicherheit erweitern können. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Bundesministerin. Frau Krauss-Winkler, bitteschön. Ja, die Hotellerie war heuer in diesem ersten Sommer mit Covid quasi der Vorreiter. Es war für uns eine ganz wichtige Aktion, dass wir die Beherbergungsbetriebe in dieses Testprogramm starten lassen konnten. Wie alle mitbekommen haben, war es vor allem eine große logistische, aber auch emotionale Herausforderung. Und ich denke, wir haben sehr, sehr viel gelernt in den ersten Wochen der Testungen, was uns nicht nur jetzt helfen wird bei dem nächsten Erweiterungsschritt, sondern auch um den Weg in den Winter zu finden, sage ich mal. Ich möchte mich in dem Zusammenhang aber auch bedanken bei den Betrieben, die bis jetzt mitgemacht haben und hier aber vor allem auch bei den Mitarbeitern, weil der Betrieb muss sich entscheiden, mitzumachen, aber letztlich sind es die Mitarbeiter, die auch Ja sagen müssen und die getestet werden und die das mittragen müssen. Österreich hat, wie wir alle wissen, im letzten Jahr grob 152 Millionen Nächtigungen gehabt. Und damit kann man schon erkennen, was für eine große Bedeutung vor allem auch der Nächtigungsbereich in Österreich hat. Und ohne dieses Testprogramm hätten wir wahrscheinlich viel größere Schwierigkeiten gehabt, auch gegenüber unseren Gästen, aber vor allem auch den Gästen aus dem Ausland, wirklich darzustellen, dass wir unserer Verantwortung sehr, sehr stark bewusst sind und dass wir die auch intensiv mittragen wollen. Was mich sehr freut ist, die Frau Tourismusministerin hat schon gesagt, dass die Bereitschaft der Betriebe sehr, sehr stark gestiegen ist, hier an den Tests mitzumachen. Wir haben, wie gehört, 115.000 Tests bis dato von grob 2.800 Betrieben, Tendenz stark steigend. Und wenn jetzt noch dazu kommen die Jugendherbergen, wobei man muss dazu sagen, ein Teil der Jugendherberge sind ja im gewerblichen Bereich gewesen, die waren schon, wenn sie mitmachen wollten, hatten die schon die Möglichkeit, da mitzumachen. Es ging jetzt noch um jene Jugendherbergen, die eventuell da noch nicht im gewerblichen Bereich waren. Aber mittlerweile können alle sich daran ausrichten. Campingplätze war oft die Frage von Journalisten in den letzten Wochen an mich, weil natürlich das Thema Camping und Clamping einen intensiven Anstieg hatte in diesem Sommer. Und da denke ich auch, dass es wichtig ist, ja, in Campingplätzen gibt es nicht so viele Mitarbeiter wie in Hotels, aber letztlich sollte man versuchen, das immer breiter auszurollen, um den Sicherheitsaspekt und auch das Image Österreichs, dass wir wissen, wie wir mit Covid umgehen und auch wie wir organisieren, wenn es Covid-Fälle gibt, dieses Vertrauen auch von unseren Nachbarländern zu bekommen und zu erhalten. Das ist aus meiner Sicht eines der wesentlichen Punkte, die wir mit diesem Testungsprogramm auch erreichen. Vielen Dank, Frau Krauss-Winkler. Herr Pulker, bitteschön. Aus meiner Sicht, als Obmann des Fachverbandes Gastronomie, freut es mich natürlich sehr, dass wir jetzt diese Testungsreihe auf die Gastronomie auch ausweiten konnten. Wir sprechen hier zusätzlich von 45.000 möglichen Betrieben und von 200.000 Mitarbeitern, die bei uns in der Branche in der Gastronomie beschäftigt sind.
Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Zuschriften bekommen, und ich sage hier pro Bundesland 50 bis 60 von Gastronomiebetrieben, die angefragt haben, können wir uns testen lassen, wird es ausgerollt, wann kommen auch wir hier dazu, dass wir unsere Mitarbeiter testen lassen können. Sie wissen, die österreichische Gastronomie ist sehr, sehr vielfältig. Sie geht vom Würstelstand bis zum Drei-Sterne-Restaurant. Und alle diese Mitgliedsbetriebe, wo ein Kundenverkehr stattfindet, wo Gäste hineingehen, die gewerbliche Betriebe sind, fallen hier hinein und können von nun an auch getestet werden. Einen kurzen Überblick darf ich vielleicht auch noch geben über die Gastronomie, wie es momentan in Österreich läuft. Wir haben ein ganz starkes Gefälle zwischen touristischen Regionen. Nehmen wir jetzt die Stadt her, nehmen wir das Land her. Die Landgastronomie funktioniert sehr gut, das läuft sehr gut. Die Geschäftsverläufe sind dort sehr zufrieden. In der Stadt haben wir das Problem, dass hier ebenfalls die guten Betriebe sehr, sehr gut laufen. Auch die Haubenbetriebe laufen sehr gut. Aber wir haben natürlich die Problematik mit den Betrieben, die stark touristisch ausgerichtet sind, dass hier einfach die Touristen fehlen, die internationalen Gäste fehlen, dass hier das Gruppengeschäft nicht stattfindet. Und das ist das Thema, das uns massivst betrifft. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass das jetzt stattfindet, dass es ausgeweitet wurde auf die Gastronomie. Und sie können ab 1. September quasi getestet werden. Es läuft so ab, wie es auch bereits bei der Hotellerie abläuft. Das ist ganz einfach. Sie melden sich an. Sie können sich alles ansehen auf sicheregastfreundschaft.at. Und die bewährte Zusammenarbeit mit den Labors, wie es bereits mit der Hotellerie funktioniert hat, wird auch in der Gastronomie so funktionieren. Wir sind natürlich ein bisschen breiter, weil es jetzt natürlich mehr in die Fläche, in die Landschaften hineingeht, in die Bundesländer hineingeht. Da wird es noch die ein oder anderen Adaptionen geben müssen. Wir werden daraus lernen. Wir haben ja auch als Testregion Wachau daraus gelernt, haben gesehen, wie das funktioniert. Es ist oft nicht so einfach, bis man mal diese Abläufe im Griff hat. Aber wenn das dann funktioniert, dann läuft es sang- und klanglos. Und ich kann hier nur appellieren an unsere Mitgliedsbetriebe, hier diese Testungen auch in Anspruch zu nehmen, sich hier einzubringen. Wie gesagt, es ist natürlich freiwillig. Der Betrieb muss sich erst einmal dazu bekennen. Und wenn sich der Betrieb dazu bekannt hat, dann liegt es natürlich auch an den Mitarbeitern, dass die sich testen lassen. Hier herrscht die Freiwilligkeit. Aber wir gehen davon aus, dass es ebenso wie in der Hotellerie laufend steigende Zahlen bei den Mitgliedsbetrieben geben wird, die teilnehmen, und auch bei den Mitarbeitern, die sich dann testen lassen. Denn nur so ist es auch in Zukunft möglich, Österreich als das sichere Land darzustellen, das es ist und für das wir auch mittlerweile in ganz Europa bekannt sind. Und daher auch noch einmal ein herzliches Dankeschön an die überaus tolle Zusammenarbeit mit dem Ministerium, mit der Frau Minister, und dass wir das so sang- und klanglos jetzt in die nächste Ebene schieben können und hier die Gastronomie sich auch testen lassen kann. Dankeschön. Vielen Dank. Ich darf um Ihre Fragen bitten. Bitte schön. Ja, Frau Ministerin, Sie haben gesagt, zuletzt hat es steigende Teilnahme gegeben bei den Betrieben im Tourismus. Sie haben aber ursprünglich sozusagen als Ziel ausgegeben 65.000 Tests pro Woche. Da ist man immer noch lange nicht. Ist das jetzt mit dieser Auswertung, welches Ziel setzen Sie da jetzt auch für die Gastronomie oder insgesamt an Tests? Und ist das wirklich das richtige Tool, wenn das bisher nur so schleppend angenommen wurde im Kampf gegen die Corona-Krise? Also wir haben ein vollkommen einzigartiges und neues System quasi auf die grüne Wiese gebaut. Es gibt nirgendwo Vergleichswerte eines solchen Angebotes, vor allem eben auch für Betriebe. Viele der Betriebe und Unternehmen und Hoteliers haben sich das zuerst einmal auch angeschaut, haben geschaut, wie funktioniert das. Es hat natürlich auch eine Zeit gebraucht, bis sich das System mit den Laboren eingespielt hat. Wir haben sehr bewusst das System gewählt, das sehr offen zu gestalten. Das heißt, jedes Labor in Österreich, das die Kriterien der AGES erfüllt, kann teilnehmen. Und das liegt dann sehr stark auch am Labor, was es für ein Angebot an den Betrieb stellt. Also es hat durchaus auch von der Logistik, von der Abstrichabnahme eine Zeit lang gedauert, bis sich das eingespielt hat. Der Mario Burka hat es bereits angesprochen, das wird jetzt natürlich mit der Gastro-Ausweitung noch einmal eine Herausforderung, weil speziell die Hotels durchaus oft hunderte Mitarbeiter zum Testen geschickt haben. In der Gastronomie ist das oft viel kleinteiliger auch strukturiert. Also von dem ganzen Organisationsaufwand ist das durchaus ein sehr, sehr großes und umfassendes Projekt. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass mit den steigenden Infektionszahlen generell das Interesse, die Bereitschaft, bei den Testprogrammen mitzumachen, im Tourismus gestiegen ist. Also dadurch, dass wir ja vor allem auch Beginn Sommer eigentlich noch relativ gleich verlaufende Infektionskurve hatte, die jetzt vor allem auch in den letzten Wochen zu steigen begann,
hat auch das Bewusstsein in der Hotellerie zu steigen begonnen, dass man eben bei diesen Tests mitmacht. Jeder Test ist für uns wichtig, jeder Betrieb, der mitmacht, ist wichtig. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, 65.000 Abstriche bzw. Tests pro Woche zu nehmen. Und wie gesagt, die Zahlen steigen stetig an. Also wir haben aktuell rund 2.000 bis 4.000 Tests pro Tag, die abgenommen werden. Und mit der Erweiterung jetzt mit der Gastronomie werden es natürlich noch einmal mehr werden. Aber gibt es eine neue Zielvergabe bei diesen 65.000? Das Testprogramm ist auf 150 Millionen Euro budgetiert bis Ende des Jahres. Diese Möglichkeit, diese Kapazität haben wir geschaffen und das wollen wir jetzt schrittweise dann halt eben auch mit den Betrieben umsetzen und ausnutzen. Dankeschön. Bitte sehr. Frau Ministerin, die Bundesländer Steiermark und Kärnten haben jetzt positive Tourismuszahlen gemeldet. Wie bewerten Sie das? Ist man da noch mit einem, sage ich jetzt einmal, blauen Auge durch die Krise gekommen? Das wäre meine eine Frage. Und die zweite, wir hören immer wieder Klagen von Gastronomen, die an uns herangetragen werden, die kein Personal finden, trotz hoher Arbeitslosenzahlen, die es jetzt gibt. Muss man da die Zumutbarkeitskriterien, muss man da nachschärfen oder wie würden Sie dieses Problem sonst lösen? Also zum einen ist natürlich jedes, wenn auch noch so leicht geartetes Plus, das wir zurzeit im Tourismus, in der Beherbergung, in der Hotellerie, aber generell in der Wirtschaft verzeichnen, wirklich ganz großartig zu bewerten. Wir freuen uns immer sehr, aber es ist schon sehr, sehr unterschiedlich im gesamten Land. Also wir haben speziell in den Seelagen, in diversen Bergregionen wirklich sehr gute Auslastung gesehen über die gesamten Sommermonate jetzt hinweg. Wir erwarten mit Ende der Woche dann eben auch die konkreten Zahlen. Wir haben aber eine gänzlich anders geartete Situation in der Stadthotellerie, auch zum Teil halt eben auch in Randlagen. Da ist die Situation zum Teil wirklich katastrophal. Dadurch, dass halt eben Kulturveranstaltungen, Großveranstaltungen, Konzerte, Sportereignisse fehlen, fehlen halt wirklich auch die dazugehörigen Nächtigungen. Das reißt uns wirklich ein massives Loch in den Tourismus. Und da versuchen wir natürlich auch jetzt mit der Verlängerung des Fixkostenzuschusses, den wir auf bis zu 100% auch anheben, maßgeschneiderte Lösungen, vor allem eben auch für diese sehr betroffenen Bereiche und Branchen zu schaffen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Reisebüros, Busreisen, alles das, wo halt viele Menschenansammlung quasi auch das Geschäftsmodell ausmachen, beziehungsweise halt speziell auch im Reisebürosektor ist die Situation nach wie vor eine sehr, sehr schwierige. Speziell Fernreisen sind vollkommen zum Erliegen gekommen. Also da sind wir schon in einer sehr, sehr großen Herausforderung, die wir gemeinsam, aber auch mit der Branche versuchen zu stemmen. Dankeschön. Bitte. Zum Arbeitsmarkt dafür vielleicht. Frau Gausmüller. Mal die Situation beleuchtend. Wir sind von einer Zeit, wo wir einen absoluten Mitarbeitermangel und Fachkräftemangel hatten, gefallen in einen Lockdown. Von dem Lockdown sind wir jetzt im Moment in eine Situation gekommen, wo wir in einigen Regionen extrem dankenswerterweise extrem gute Nachfrage, hohe Nachfrage hatten, wo die Betriebe teilweise in diesen spezifischen Regionen im Sommer jetzt, weil der auch so kurz war, eine extrem hohe Auslastung hatten. Und in manchen Regionen, die oft relativ weit voneinander entfernt sind, gar nichts. Es war auch nicht einfach für die Mitarbeiter, die in der Zwischenzeit während des Lockdowns grosso modo in Kurzarbeit waren, und das waren doch 3 Monate, aus diesem Lockdown wieder in die Mitte von einer Hochsaison zu springen, in den Betrieben, wo es relativ schnell losgegangen ist. Wir hatten, die meisten Sommersaisonbetriebe haben irgendwann zwischen Mitte Juni, Ende Juni und Anfang Juli aufgesperrt. Und die Sommersaison ist dann, weil ja der Mai und der Juni gefehlt haben, relativ stark gleich losgegangen. Wird daher auch relativ kurz sein. Jetzt ist es sehr, sehr schwierig, in den Regionen, wo wir,
wo wir eben die hohen Auslastungen hatten, ist klarerweise, weil ja dort auch nicht mehr Mitarbeiter als ursprünglich schon geplant und da waren, waren natürlich in der Sekunde auch wieder zu wenig Mitarbeiter und Fachkräfte, und in den anderen waren natürlich die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Jetzt können Sie normalerweise aus der Kurzarbeit im städtischen Bereich einen Mitarbeiter nicht auf die Schnelle in einen Kärntner Tourismusbetrieb an einem See verpflanzen innerhalb von wenigen Wochen. Diese Flexibilität kann man de facto von zahlreichen Mitarbeitern, die nie auf Saison gegangen sind oder die jetzt in einer Kurzarbeit sind und dort theoretisch kündigen müssten, auch nicht erwarten. Das heißt, die Mitarbeiter in der Kurzarbeit waren ja gar nicht am Arbeitsmarkt im Moment. Wir haben also eine extrem komplexe Situation, und die wird sich möglicherweise auch noch in den nächsten Wochen und Monaten weiter so darstellen, weil wir sind ja noch immer in einer Situation, wo wir quasi eine Wellenbewegung haben, was Nachfrage, Auslastung, Entwicklung der Tourismuszahlen und so weiter betrifft. Es wird sicher für uns alle eine große Herausforderung sein, wie wir mit dem allen umgehen und welche Modelle wir uns einfallen für die nächsten Wochen und Monate der Mitarbeiter, die noch weiter in Kurzarbeit bleiben, weil so lustig ist das auch für einen Mitarbeiter nicht, ewig in Kurzarbeit zu sein, und mit den Betrieben, die jetzt dann nach dem Sommersaison wieder zusperren und dann Wintersaison aufsperren. Alles ist anders, die neue Normalität müssen wir gerade neu erfinden. Ich glaube, das wird eines unserer größten Themen zusätzlich sein. Wie gehen wir grundsätzlich mit dem Thema in Zukunft, in der nahen und in der mittleren Zukunft um? Haben Sie völlig recht. Dankeschön, da war noch eine Nachfrage. Ja. Weil Sie eben von Mitarbeitern gesprochen haben, die in Kurzarbeit sind. Aber was ist mit denen, die gekündigt worden sind? Also muss man da die Zumutbarkeitsbestimmungen dann? Ja, aber wo sind die Mitarbeiter gekündigt worden? Grosso modo im städtischen Bereich oder in Bereichen, wo absehbar von den Betrieben keine Nachfrage zu generieren war. Das heißt, das sind Mitarbeiter, die sich möglicherweise gar nicht den Kopf zerbrochen haben, ob sie auf Saison gehen. Es ist ein völlig andersartiges, eine andere Zusammenarbeit, ein anderes Geschäft in einem Saisonbetrieb als in einem Jahresbetrieb. Nicht jeder Mitarbeiter in einem Jahresbetrieb ist aufgrund Alter oder Familienumständen, da sind wir wieder bei den Zumutbarkeitsregeln, bereit, in eine Saison mit dem entsprechenden saisonalen Arbeitsdruck zu gehen. Ich denke mir, das wird sicher noch ein bisschen an Diskussion und klugen Ideen brauchen, wie wir jetzt damit wirklich umgehen. Und die Stadthotellerie wird irgendwann ihre Mitarbeiter auch wieder brauchen. Dankeschön. Nächste Frage war dort, bitte. Ich hätte eine Frage an die Ministerin, und zwar, wenn jetzt die zweite Testserie ausgerollt wird, gibt es da von der ersten schon Evaluierungen? Also gibt es tatsächlich Zahlen, dass bei Betrieben, die öfters ihre Mitarbeiter getestet haben, auch bessere Buchungen, mehr Buchungen zustande gekommen sind? Und dann an Pulka, jetzt sollen Gäste sich eintragen, wenn sie ins Restaurant kommen, halten Sie diese Verordnung für durchführbar und ist das zielführend Ihrer Meinung nach? Also was die erste Frage betrifft, werden wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, mit der Branche das auch abfragen. Es ist jetzt zurzeit noch zu früh, weil es braucht ja durchaus etwas, bis das dann quasi auch in Köpfe der Gäste gelangt. Also wir haben durchaus positive Rückmeldungen von den Betrieben. Also viele melden uns zurück, dass speziell von Seiten der deutschen Gäste hohes Interesse besteht, wie die Corona-Regeln in den jeweiligen Betrieben sind, wie die Situation vor Ort ist. Und da ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn die Betriebe dann dazu sagen, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Tests schicken. Also die Betriebe, die teilnehmen, geben uns bereits sehr positive Rückmeldungen. Und wie gesagt, die Situation wird sich jetzt natürlich Herbst-Winter durchaus auch verändern. Also mit der beginnenden Wintersaison und den steigenden Infektionszahlen öffnen der Schulen, gehen wir natürlich auch davon aus, dass die Infektionszahlen steigen werden. Wir finden natürlich auch sehr viele Infizierte, weil wir sehr intensiv in Österreich testen. Wenn man sich unsere Testzahlen in Österreich mit anderen Ländern anschaut, so sind wir da anteilsmäßig auf jeden Fall an der Spitze. Das ist aber wichtig und richtig, weil unser oberstes Ziel ist es, jeden potenziellen Infektionscluster und jede potenzielle Infektionskurve sehr schnell auch zu durchbrechen. Herr Pulka. Zum Thema Testungen, zum Thema Listen.
Wir haben grundsätzlich überhaupt kein Problem nicht damit, dass wir die Gästelisten oder dass wir die Gäste erheben. Ja, da geht es nicht jetzt darum, dass wir da totale Gegner davon sind, sondern es geht uns einfach um die Praktik. Wie praktiziert man es im Alltag? Ja? Weil es muss ja einen Sinn machen. Es bringt mir nichts, wenn der Gast sagen kann, ich fülle nichts aus, ich will nichts ausfüllen und ich habe keine Handhabe dagegen. Wenn der Gast etwas ausfüllt und schreibt einen Namen rein, der ihm einfällt, Angela Merkel zum Beispiel, wie wir das aus Deutschland kennen, wo liegt dann die Sinnhaftigkeit daran? Es würde nur etwas bringen, wenn man den Gast erhebt und wenn dann ein Corona-Fall auftritt, ich auch alle Gäste erreichen kann. Es bringt mir nichts, wenn ich hier die doppelte Arbeit habe, indem ich eine Zettelwirtschaft im Jahre 2020 beginnen muss, wo es jede Menge technischer Lösungen schon gibt. Und wenn dann ein Fall auftritt, dann muss man wieder über die Zeitungen und über die Medien ausrufen, in diesem und diesem Lokal ist ein Corona-Fall aufgetreten. Schauen wir jetzt erst vor kurzem in Wien in diesem Lokal. Das geht dann in ganz Österreich durch die Medien und dem Betrieb ist damit nicht geholfen, weil der Betrieb dann nachhaltig beschädigt ist. Und das ist etwas, das wir nicht wollen. Es muss hier Lösungen geben und die gibt es auch. Und da können wir nur immer wieder eben an das Gesundheitsministerium appellieren, hier sich Lösungen einfallen zu lassen. Die bieten wir auch gerne an und hier eine App zu zertifizieren, wo die Gäste erhoben werden, wenn die ein Lokal betreten. Das wäre für uns das Allereinfachste. Wir wollen nur keine Zettelwirtschaft und wir wollen keinen Konflikt mit dem Gast. Und wir wollen auch nicht, dass wenn ein Gast den Raum betreten will, sich nicht eintragen will, dass man als Unternehmer dann sagen muss, Entschuldigung, wenn Sie sich nicht eintragen, müssen Sie mein Lokal verlassen. Ich glaube, dass in Zeiten wie diesen, wo wir einen Lockdown hatten und es unseren Betrieben ja nicht wirklich so rosig geht, hier uns leisten können, die Gäste auch noch zu verärgern und die Gäste quasi aus unseren Lokalen zu werfen, nur wenn man eine Liste haben will, die dann im Endeffekt, wenn ein Fall auftritt, eh nichts bringt. Und ich kann ja nur immer wieder auf die Schweiz verweisen, an meinen Kollegen, den ich angerufen habe, meinen Obmann-Kollege, der gesagt hat, 75% der Listen und der Namen und der Adressen, die bei Stichproben kontrolliert wurden, waren falsch. Und dann frage ich mich, für was tut man sich diese Arbeit an, wenn 75% oder auch wenn es nur 50% sind, hier falsche Namen und falsche Daten eintragen. Das hilft uns in der Sache nicht weiter. Die Branche hat da meine vollste Unterstützung. Es ist natürlich wichtig, wenn ein positiver Fall auftritt, dass man so schnell es geht quasi auch nachvollziehen kann, wer hat potenziell Kontakt gehabt. Da haben ja vor allem die Gastronomen selbst höchstes Interesse daran, weil je schneller man das nachvollziehen kann, desto schneller kann man dann halt quasi eben auch mit dem Kontaktpersonenmanagement beginnen. Also die Betriebe selbst haben größtes Interesse daran. Es braucht eine einfache und praktikable Lösung und die Verantwortung kann nicht auf den Betrieb umgewälzt werden. Ich glaube, das ist in dem Fall das ganz Entscheidende. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Frau Ministerin, weil ich jetzt gerade draußen schon wieder so einen Flyer bekommen habe, ich wollte Sie fragen, was sagen Sie dazu, dass jetzt bei all Ihren Veranstaltungen gerade so Tierschutzdemonstrationen stattfinden? Haben Sie dazu auch ein Statement? Also das Demonstrationsfreiheit gilt in diesem Land. Wenn man ein Anliegen hat, kann man das immer auch kundtun. Dankeschön. Herr Kollege, noch eine letzte Frage bitte. Ja, nur noch eine kurze Nachfrage. Wie viele der bisherigen Tests im Tourismus waren denn eigentlich positiv? Haben Sie da eine Auswertung? Wir machen keine konkrete Auswertung dazu. Wir bekommen natürlich immer wieder dann auch die Rückmeldung. Vereinzelt hat es immer wieder in Regionen aus diesem Präventionsprogramm positive Fälle gegeben. Die entsprechenden Gesundheitsbehörden sind dann informiert worden und machen dann halt quasi eben auch das Kontaktpersonenmanagement und bearbeiten die Fälle vor Ort. Unser Ziel mit dem Programm ist es ja vor allem sehr schnell Infektionsherde und Cluster zu finden und die halt dann auch zu durchbrechen. Sobald ein positiver Fall gefunden wird, wird das eingespeist in das Meldesystem des Gesundheitswesens und die Behörden vor Ort sind dann dafür verantwortlich. Eine allerletzte Frage. Das heißt, sind Sie dann auch für eine App oder sind Sie dafür, dass die Gäste sich verpflichtend den richtigen Namen angeben müssen oder sonst verwiesen werden können? Oder was wären da Ihr Lösungsvorschlag dafür?
Also wir haben jetzt den Vorschlag des Gesundheitsministeriums vorliegen, der aktuell in Begutachtung ist. Und mir geht es darum, gemeinsam mit der Branche eine praktikable Lösung zu finden. Wie auch immer die ausschaut, wichtig ist halt nur, dass nicht den Unternehmen allein die Verantwortung übertragen wird, das halt dann quasi auch zu administrieren. Wir sind speziell mit dem Datenschutz immer auf einer sehr schmalen Gratwanderung unterwegs. Das Ganze ist auch natürlich bürokratisch ein enormer Aufwand und da müssen wir die Betriebe bestmöglich unterstützen. Wir haben dazu mit dem Gesundheitsministerium auch schon mehrere Gespräche geführt. Die Branche selber ist da sehr aktiv, bringt auch selber Vorschläge und man muss sich dann im Ende auch dieses Begutachtungsprozesses anschauen, was die praktikabelste Lösung ist. Vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank, Frau Krauss-Winkler, Herr Bulka, danke schön für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.